Shalom Aleichem, Boker Tov, Guten Morgen. Wir lernen heute Musar von Rav Pelle Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, Buchstabe Nun. Heute Erech, Begriff Nechama. Nechama bedeutet Trost, Mitgefühl, menschlichen Unterstützung beim Trauer von anderen Menschen. Es ist bekannt, das ist eine Mitzvah, Gmilut Chassadim, Wohltätigkeit. Eine von den Mitzvot ist Tanchumei Avelim, Trauenden zu trösten. Aber nicht nur Trauenden, wenn jemand ist gestorben, sondern auf jeden Zara, auf jeden Engschaft, Problem, Schwierigkeiten. Gott behüte, soll nicht kommen auf der Mensch. Es ist eine Mitzwe, ihm mit dem Kopf zu neigen, aber mit Klugschaft ihm zu trösten, mit Wörtern, die kommen rein ins Herz, gemäß die Unglück, gemäß die Zara. Eine von den Wegen zu trösten ist, dass beim jeden Zara, beim jeden Problem, beim jeden unglücklichen Schicksal, gibt noch Schlechteres. Und soll man bedanken Gott und bitten, soll er ihm retten von Schlimmerer. Uvchen, so geht es. Wenn jemand, es ist ihm passiert, etwas Unreines Passierung, also schlechtes Passierung mit seinem Geld, Gott behüte, Gott bewahre, soll er sich trösten und danken Hashem, dass es ihm nicht passiert, eine Krankheit oder Schmerz mit dem Körper. Also, wenn ein Mensch, Gott behüte, es ist ihm passiert, er hat Strafzettel, Probleme mit Geld gehabt, unerwartete Sachen, Unfall, Verlust, Klauen, Zorres, gibt es jeden sehr oft schmerzhafte Sachen mit Geld. Wenn es ihm passiert, soll er sich trösten und danken Hashem, dass es gekommen anstatt Krankheit oder große Schmerzen im Körper. Und wenn, Gott behüte, es ist ihm passiert etwas mit dem Körper, krank geworden, Schmerzen, soll er danken Hashem, dass er ist nicht tot, dass er lebt noch. Und wenn jemand ist gestorben, dann soll er sich trösten, dass er ist nicht meschumet geworden und nicht gegangen zur schlechten Kultur und ihn beleidigt. Dass er ist nicht gestorben in eine böse, schlechter, die noch schlimmer passieren kann. Und dass es von ihm noch etwas geblieben. Also er geht auf eine Linie der Pelle Yoetz heute, dass bei jeder Sache, die was passiert, ein Mensch soll sich beim anderen trösten. Und auf jede Sache, die ihm passiert, mit Körper, Geld, Tod, soll er doch bedanken und an das, was doch geblieben in seiner Familie. Und soll er sich beängstigen, zu weinen und zu beschmerzen, mehr als man braucht. Also es ist doch legitim und normal, dass wenn jemand es ihm passiert, Unglück, soll er trauern, aber nicht Jotermidai, nicht zu viel. Er bringt hier eine schwierige Zitat von Talmud, Moed Katan 27b. Wenn einer weint zu viel, Hashem sagt, du bist nicht barmherziger mehr als ich, du wirst weinen auf einen anderen Toten. Und er ist schuldig auf dem Blutgießen. Also die Gemara erzählt uns, dass eine Mama hat so viel geweint auf ein Kind, der gestorben. Und die Weisen haben sie gewarnt, es ist genug. Und Rabban Gamliel ist umgezogen von ihrer Nachbarschaft, aber zum Schluss hat sie verloren nach dem anderen. Gemäß der Logik soll man überhaupt nicht weinen, wenn jemand ist gestorben.
Was hilft das, was gibt das, wenn man weint? Auch wenn der Mensch will sich töten, er kann ihn zurückbringen. So wie König David, Amelech, hat gesagt, wenn sein Sohn ist gestorben, steht geschrieben in Melachim oder in Shmuel Bet 12. Oder so wie Rabbi Hanina, wenn seine Tochter ist gestorben, hat er nicht geweint. Seine Frau war sehr entsetzt. Sagt sie, war das seine Henne gestorben oder was? Sagt er, auch tot und auch blind. Also tot habe ich erlebt, aber soll ich auch blind sein? Es schädigt die Augen, aber es schädigt die Augen, dass Hashem die Welt reagiert. Und wenn Hashem wollte, die Tochter, was soll ich doch machen? Warum soll ich weinen? Warum soll der Mensch weinen, wenn jemand ist gestorben auf dem Sehnsucht, dass er hat nicht gesehen, dass er hat geheiratet? Das ist alles Quatsch. Diese Welt ist Eitelkeit, eine Weltlüge und nur Olam Haba ist Olam Haemet. So wie steht geschrieben in Echa 3, 39, dass wenn Hashem wollte ihm das bringen, bestimmt hat er Hashem geärgert. Und Mipnei Ra'ane Safa Tzadik, und wenn der Verstorbene ist ein Tzadik, Hashem hat ihn genommen als Preiswert von den anderen. Und steht geschrieben in Echa, wir sollen unsere Wege suchen, um Tshuva zu machen. Und das ist das Wichtigste. Und etwas für seine Neshama machen. Spenden, Tzedakah und Kerzen zünden und Mishnayot lernen und Torah und vermehren. Das, was Hashem will. Es gibt noch eine Trost, die er bringt von Sefer HaChinuch Mitzwa 331. Zarat Rabim, Chatzi Nechama. Leiden von vielen ist halbe Trost. Also wenn es nicht nur ihm passiert, dass viele Menschen haben getrunken bittere Laune. Lana, das ist eine giftige, bittere Blätter. Und viele große Zerde haben bekommen Feuer. Und viele große Tzadikim, überall wo man guckt in die Torah, haben gelitten. Jakob hat gelitten, verloren eine junge Frau, mit seiner Tochter, mit Dina, mit Josef. Und viele Leiden sind bei großen Menschen auch. König David hat so viel gelitten, mit seiner Tochter, mit seinem Sohn und mit seinem Schwiegervater. Hat sehr viel gelitten. Es gibt noch eine letzte Nechama. Le'amin be'emuna shlema, zu haben volle Vertrauen an Hashem, dass nichts Schlechtes kommt von Himmel und alles, was Hashem tut, ist zum Guten. Und Hashem hat die Pläne für alle Generationen. Und darum ein Mensch soll benchen auf das Schlechtes und bedanken Hashem, so wie er bedankt auf das Gutes. Moshe Rabbeinu hat nicht getötet der Mitzri, nur wenn er hat geguckt die Ende. Dass von ihm niemand kommt. Dann hat er ihn getötet. Aber Hashem hat gelassen Ammon und Moab, die Töchter von Lot, wegen zwei gute Frauen, die kommen. Naama Haammonit, die beste Frau von Melech Shlomo, und Ruth Hamoabit, die Oma von David Melech. Und deshalb, auch wenn sie waren unkoschere Ehrliche Mädelach. Trotzdem Hashem sieht die zukünftige Passierung. Und so wie ein Mensch muss die andere trösten, muss er sich selbst auch dem Trost annehmen und akzeptieren Din Shamayim Be'ahava. Also akzeptieren die Wille von Hashem mit Liebe. Von wem ist gekommen diese Engschaft? Von Hashem, der ist Adon Olam, der ist Herr der Welt, Shalit Be'olamo. Herrscher in seiner Welt. Lassot bo kirzono. Er kann machen in dieser Welt alles, was er will. Anu avodov, vezoin yodol.
Mit Sol Marie sowieso, wie wir sagen, beim Kapitel 100, dass wir sind, dass er ist unsere Hirte und wir sind seine Schäferlach. Es geht nicht nur beim Guten, wenn es alles wunderbar ist. Auch Alakol. Alakol, anachnu moidim loch. Auf alles müssen wir danken. Und wenn einer hat viel Sechel, andere Menschen zu trösten, macht er eine große Mitzwe. Aber er beendet, muss man Sechel yashar vedat nechona veemuna shlema. Ein Mensch soll nicht einfach, wenn jemand sieht, was passiert, soll er ihn gleich verstärken mit Emuna. Nein, diese Emuna soll der Mensch sich selbst sagen, erzählen, reden, anreden, Autosuggestie. Bei den anderen Leuten soll er Mitgefühl und Liebe und fragen, wie kann ich dir helfen, praktisch, und ihm nicht zu trösten mit Emuna. Nur wenn er ist wirklich mit großer Seichel, also groß intelligent, dat nechona venevona, kluge und Emuna schlema. Also wenn bei ihm, wenn es kommt von ihm, von richtigen Ort, dann soll er auch dem anderen trösten. Hashem soll helfen, so wie wir sagen, jeden Morgen beim Gebet, bring uns nicht zur Versuchung und nicht zum Schande. Und bitte erscheine uns, Hashem, von deiner offenen Güte, sichtbare gutes Leben und nicht, dass wir uns erklären, das ist zum Guten oder so, sondern, so wie der Rebbe hat immer gesagt, betuv hanir'eh ve'anigle, in das Gutes, die man sieht und sichtbar. Amen. Shkoyach.